Seit der Erfindung der Kochkost essen die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt. Hallo, Postman, kommen jetzt an meine Freunde und herzlich willkommen zur 33. Episode von Raw to 70. Und in der heutigen Episode möchte ich dir erzählen, was in den letzten 4 Wochen so alles in meiner Ernährung passiert ist. Also ich habe meine Ernährung vor 4 Wochen umgestellt, das heißt, dass ich nur noch eine Mahlzeit pro Tag zu mir nehme. Davor hatte ich das intermittierende Fasten so aufgeteilt, dass ich angefangen habe, um 12 Uhr meine erste Mahlzeit zu nehmen und dann am Abend um 17 Uhr. Inspiriert für diesen Schritt wurde ich unter anderem von Raw Spirit, aber auch durch das Interview von Nu Amin Ra, welches Markus Rosenkranz, glaube ich, hochgeladen hat. Und das ist der ein Mann, der aktuell Deadlift-Champion ist in seiner Gewichtsklasse. Und ich habe mir halt das Interview angeschaut, habe auch sein Buch gelesen und mir auf seiner Internetseite das Protokoll ein bisschen durchgelesen und mich auch in die Thematik ein bisschen informiert. Und ganz allgemein schaut seine Lebensweise bzw. sein Protokoll folgendermaßen aus, dass er 23 Stunden am Tag fastet, dass er ca. 1500 Kalorien zu sich nimmt, dass er am Morgen in der Früh eine Aerobic-Einheit durchführt bzw. Cardio, dass er dann am Abend eine anabole Trainingseinheit durchführt, er nennt es Restriction. Also das heißt, dass diese Trainingseinheit also mehr auf Muskelaufbau dann abzielt und nach diesem anabolen Trainingseinheit nimmt er seine Mahlzeit zu sich, die am ersten Schritt halt ein Gemisch aus verschiedenen Pulvern ist. Im Nachhinein isst er dann zum Beispiel Bohnen, Nüsse und Samen und im Nachgang isst er so eine Art Erdnussbutter-Gelee-Mischung. Und das hat er in diesem Interview so ein bisschen erzählt. Ganz allgemein gesagt ist halt, dass er auch über den Tag sehr viel meditiert, einfach die für eine Stressreduktion dadurch sorgt, dass er sehr antioxidativ reich und mineralstoffreich sich ernährt. Also das heißt, dass er auch hier gewisse Tees während der Fastenperiode zu sich nimmt, also spezielle Arten oder auch Säfte zum Beispiel, und auch viele Glykotoxine meidet. Also Glykotoxine entstehen halt durch die Denaturierung von verschiedenen Proteinen, Eiweißen und Fetten. Und daher isst er halt auch überwiegend, weiß ich nicht ganz genau, aber wahrscheinlich roh, aber auch gedünstete Sachen. Als Verständnis für euch, warum ich jetzt diese Ernährungsweise bzw. Lebensweise durchführe, möchte ich euch erstmal ein bisschen was über das Fasten bzw. den körperlichen Prozess im Allgemeinen erklären. Im Allgemeinen ist es so, dass durch das Fasten bzw. auch durch das intermittierende Fasten der Körper einfach entlastet wird. Das heißt, dass die Verdauungsorgane einfach zur Ruhe kommen, sich regenerieren können, zum Beispiel auch dadurch der Cholesterin- und Blutzuckerspiegel gesenkt wird und der Körper sich einfach auf die Entgiftung und Reinigungsprozess auch konzentrieren kann. Zudem stellt es auch eine geistige Erweiterung bzw. Erfahrung dar, bzw. fördert auch die Disziplin eines Menschen meiner Meinung nach, wenn man sich dann auch bewusst wird, welche Lebensmittel man sich zugeführt hat, wenn man jetzt zum Beispiel ganz neu mit dem Fasten beginnt, einfach sich bewusst werden, welche schlechten Sachen zum Beispiel man sich zugeführt hat, und man kann auch dadurch Disziplin zeigen und sagen, hey, ich verzichte jetzt auf Lebensmittel XY, das ziehe ich jetzt durch, und das zeugt einfach von einem gewissen Reifeprozess eines Menschen, wenn man dann auch hier dementsprechend sein Ziel auch erreicht hat. Zusätzlich fährt auch der Insulinspiegel runter. Also Insulin ist halt ein Hormon, welches der Körper benötigt, um die entsprechenden Nährstoffe, zum Beispiel die Glucose, aus dem Blut in das Fett und
Muskelgewebe zu transportieren. Und das Problem unserer heutigen Gesellschaft ist, dass der Insulinspiegel durch die ganzen süßhaltigen Lebensmittel bzw. auch isolierten Zucker und dem ganzen schlechten Fett, zum Beispiel in industriell hergestellten Schokolade, dass halt der Insulinspiegel drastisch ansteigt und dann aufgrund der Tatsache, dass die Lebensmittel einen geringen glykalischen Index haben, der Blutzuckerspiegel dann wieder langsam absinkt und das signalisiert dann wieder dem Körper, hey, der Blutzuckerspiegel ist wieder am Boden unten, sorgt dafür, dass wir dann sozusagen Hunger bekommen und möchte einfach, dass der Blutzuckerspiegel wieder ansteigt und dann hat man halt hier diesen stetigen Kreislauf bzw. Teufelskreis, dass man dann sich wieder diese schlechten Lebensmittel zu sich führt, die wieder für einen raschen Anstieg sorgen, sodass halt der Körper dann irgendwann eine Insulinresistenz aufbaut und dann auch solche Volkskrankheiten wie zum Beispiel Diabetes die Folge sein können. Und durch das Fasten tut man einfach den Körper bzw. den Insulinspiegel mal wieder runterfahren und sozusagen dem Körper eine gewisse Auszeit geben. Zudem wird der Körper auch sehr viel effizienter, das heißt, dass dieser auch mal seine Glykogenspeicher mal verwenden kann und den Körper mal auch auf andere Wege seine Energie zu generieren durchführen kann. Ein Mittel ist, wenn zum Beispiel der Glykogenspeicher aufgebraucht ist, dass der Körper dann mal irgendwann in die Ketose bzw. Ketogenese übergeht und mit Hilfe von der Beta-Oxidation dazu veranlagt, die Fettzellen, also das Fettgewebe, zu verbrauchen und daraus Ketonkörper herzustellen, um den Körper bzw. zum Beispiel das Gehirn und die Nervenzellen mit diesen Ketonkörpern Energie zur Verfügung zu stellen. Genau, und dann würde der Körper effizienter, wenn er halt neben Glucose auch mit Ketonkörpern umgehen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt ist zum Beispiel die Autophagozytose. Das heißt, dass der Körper nach einer gewissen Zeit bzw. die Zellen in einen gewissen Recycling-Modus kommen, weil der Körper jetzt nicht ständig Nährstoffe zur Verfügung hat. Das heißt einfach, dass die Zellen dann irgendwann am Anfang die Stoffwechselabbauprodukte aus den Mitochondrien, das sind die gewissen Toxine, die zum Beispiel auch die Zelle schädigen bzw. auch das Erbmaterial schädigen können, dass diese Substanzen bzw. beschädigte Zellen einfach vom Körper recycelt werden und die ja dann wieder für den neuen Zellwachstum verwendet werden und sich somit der menschliche Körper selbst regeneriert. Und das leidet natürlich auch dazu, beziehungsweise induziert auch die Stammzellen dazu, verbrauchte Zellen beziehungsweise kaputte Zellen, die recycelt wurden, neu zu produzieren. Und das heißt, dass das Immunsystem zum Beispiel neu aufgefahren wird, neue T-Zellen zum Beispiel produziert werden und einfach das Immunsystem zusätzlich gestärkt. Dass der Körper dadurch viele verschiedene Hormone produziert, darunter auch Wachstumshormone, das sind drastischer Menge. Darunter zählt zum Beispiel das Hungerhormon Ghrelin als Basis, welches für eine verbesserte Nährstoffaufnahme sorgt und auch den Körper dazu induziert, weitere Wachstumshormone zu produzieren, die für einen besseren Muskelaufbau zum Beispiel sorgen, für eine bessere Knochendichte bzw. Knochengesundheit und auch den Fett bzw. Körperfettanteil des Körpers reguliert. Darunter zählt zum Beispiel das HGH, Wachstumshormon, ein essentielles Wachstumshormon für den Muskelaufbau und für die Knochengesundheit, weil dieses Hormon zum Beispiel auch Peptidhormone herstellen lässt, wie zum Beispiel Osteokalzin, welches das Kalzium verwendet, um unsere Knochen einzubauen. Es wird überwiegend in der NREM-Phase, also zu Beginn der Schlafphase, ausgestoßen. Daher ist es auch wichtig, für einen erholsamen Schlaf zu sorgen. Es erhöht zum Beispiel auch den Testosteronspiegel und es wird aus den Aminosäuren Lysin und Glutamine hergestellt. Weitere wichtige Wachstumshormone ist zum Beispiel das insulinabhängige Wachstumsfaktor 1, also IGF-1,
genannt. Das wird auch überwiegend in der Leberzelle produziert und sorgt einfach dafür, dass sich unsere inneren Organe bzw. die Zellen unserer inneren Organe weiter wachsen und allgemein für ein weiteres Spektrum an die Anzahl der Zellen sorgt, während HGH für die Größe der Zelle verantwortlich ist. Auch IGF-1 sorgt für einen besseren Stoffwechsel und auch wieder den Testosteronspiegel drastisch, und es sorgt auch wieder für einen besseren Muskelaufbau, bessere Knochendichte, und es pusht auch unser Immunsystem, weil es zum Beispiel die T-Zellen anregt zu wachsen bzw. die Produktion von den T-Zellen anregt. Das sind die T-Lymphozyten, das sind spezielle weiße Blutkörperchen, die essentiell für unser Immunsystem sind, und am besten bzw. die Produktion des IGF-1 ist entweder zur Mittagszeit am besten bzw. am höchsten oder zu frühen Abendstunden, und da ist es halt auch wieder wichtig, dass das Hormon auch abhängig ist von dem Training, welches ich durchführe. Das heißt, dass ich hier kurzes Intervall und Training, welches sehr intensiv ist, besser ist, anstatt Ausdauertraining, welches über mehrere Stunden zum Beispiel geht. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel ein 10-minütiges bis ein halbstündiges Training mit Gewichten durchführe und dort an meine Grenzen gehe, dass der Ausstoß von diesem Hormon effektiver ist als ein, sage ich mal, Cardio-Training oder Ausdauertraining, welches sich über 30 bis 60 Minuten erstreckt. Das ist einfach so, dass zwischen der 10 bis 25 Minuten bei dem intensiven Training der Ausstoß bzw. Die Produktion dieses Hormons am höchsten ist, und nach diesen 25 Minuten geht die Produktion bzw. das Level dieses Hormons weiter zurück bis zu 60 Minuten, dann bin ich wieder auf dem Ausgangswert, und nach diesen 60 Minuten komme ich sogar unter den Ausgangswert. Neben diesen anabolen Wachstumshormonen wird auch ein Hormon ausgestoßen bzw. produziert, welches für unsere Hirnleistung von grundlegender Bedeutung ist. Das ist das Brain Derived Neurotrophic Factor, kurz auch BDNF genannt. Dieses schützt unsere Neuronen vom zentralen und peripheren Nervensystem und baut die auch weiter aus. Und es sorgt einfach dafür, dass wir eine bessere Informationsabspeicherung bzw. Informationsabruf im Hippocampus und in der Großhirnrinde haben und dadurch einfach unsere Lernleistung bzw. unsere Hirnleistung zusätzlich verbessert wird, und dieses Hormon wird halt auch bei intensivem Training ausgestoßen, aber natürlich ist auch hier wieder wie bei Vitamin D und bei den zirkadianen Zyklus für die Melatoninproduktion ist auch hier wieder genügend Sonnenlicht vonnöten. Natürlich auch durch die frühen Abendstunden ist auch der Testosteronspiegel am höchsten. Das heißt, dass man das Training zu der Zeit auch durchführen sollte. Dadurch hat man auch einen erhöhten Energielevel und eine bessere Fettverbrennung, und die Fette gelangen halt auch dadurch besser in den entsprechenden Muskeln, Zellen, die dann dafür für die Energie besser verwendet werden kann. So viel zur Theorie von den Hormonen nach dem Training. Wenn es dann zur Mahlzeit kommt, wird es natürlich durch die verschiedenen Hormone besser die Nährstoffe vom Körper aufgenommen. Und ich möchte jetzt nicht mehr so viel von der Theorie euch philosophieren, sondern möchte auch hier einfach überleiten zu einem Full Day of Eating, sage ich mal, beziehungsweise was ich an einem gewöhnlichen Tag mache und wie ich meinen Tag gestalte, damit ihr einfach mal so einen Einblick habt. Okay, er hat mir jetzt seine Lebensweise bzw. seine neue Ernährungsweise vorgestellt. Er hat mir Gründe aufgelistet, warum er es macht, und jetzt gebe ich euch einfach ein praktisches Beispiel, wie ihr es zum Beispiel auch umsetzen
könnt, beziehungsweise hier wichtig gesagt, es ist nur eine Inspiration für euch, wie ich es zum Beispiel umsetze. Nach dem Aufstehen gehe ich ins Bad und tue mich mit einer Trockenbürste meine Haut ein bisschen pflegen. Schließlich ist die Haut das größte Entgiftungsorgan und mit der Trockenbürste werden dann die alten Hautschuppen entfernt, die Poren werden geöffnet und die Durchblutung der Haut wird gefördert und aufgrund der Tatsache, dass man seine Haut so ein bisschen scheuert, wird auch die Haut dazu angeregt, neue Hautzellen zu produzieren. Zusätzlich wird dann auch die Lymphflüssigkeit durch die Behandlung weiter fortbewegt und das fördert dann zusätzlich auch die Entgiftung. Und da ist dann wichtig, dass man bei der Trockenbürste unten an der rechten Fußsohle beginnt und sich dann weiter vortastet, dann das linke Bein anfängt, dann die Arme, den Rumpf, den Rücken, dann das Gesicht und immer Richtung Herz schrumpft. Danach trinke ich so ca. 0,5 Liter reines strukturiertes Wasser, wenn es auch destilliert ist. Und im Anschluss mit ein paar Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel Vitamin C, MSM, Gelb und OPC zu mir. Danach gehe ich in meinen Keller und kümmere mich um meine Sprossen und Gräser und zuvor mal noch ein bisschen Yoga. Das heißt, ich mache den Sonnengruß, 30 Mal Dehnung und die 5 Tibeter. Das fördert einfach nochmal zusätzlich meine Durchblutung, meine Beweglichkeit und gibt nochmal zusätzlich Energie für den Tag. Anschluss trinke ich in der Regel einen grünen Saft, besteht meistens aus Süßgras. Momentan trinke ich sehr viel Kamutgras, weil das mir sehr schmeckt. Und zusätzlich schneide ich mir dann immer noch eine Gurke mit rein. Wenn ich dann abgewaschen habe, dann tue ich für ca. 10 Minuten in der Früh nochmal meditieren. So um ca. 8 Uhr, halb 9 nehme ich dann weitere Supplemente wie zum Beispiel Vitamin D, B12, K2 und für den Calcium-Magnesium-Haushalt probiere ich momentan die Sango-Meereskoralle, um auch weiter meine Zähne zu mineralisieren, weil ich sie aufgrund meiner Ernährungsumstellung bzw. meiner drastischen Ernährungsumstellung ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen sind. Und dann tue ich dann, bis ich zu meiner ersten Aerobic-Übung komme, tue dann Sachen machen, die mir Spaß machen. Also ich lese etwas, kann mich einfach weiterbilden oder mache etwas für YouTube. Dann komme ich zur ersten Aerobic-Übung. Das ist in der Regel, kann man zum Beispiel Cardio machen, Joggen, Basketball spielen, tanzen oder auch Capoeira. Das ist dann je nachdem, was euch am meisten Spaß macht. Und das Wichtige ist ja an dem Aerobic ist, dass man einfach die Herzfrequenz erhöht, die Fett- und Glykogenspeicher ankurbelt, dass es halt verbrannt wird, dass man einen besseren Ruhepuls im Nachhinein hat, dass der Stoffwechsel im Kreislauf gefördert ist und die Muskeln mit Sauerstoff angereichert werden und Laktate und Kohlenstoff abgeben. Wichtig bei den Aerobic-Übungen ist auch zu sagen, dass es eine vielseitige Bewegung sein sollte. Auch grundsätzlich ist es wichtig, auch während des Tages seine Position, seine Sitzhaltungen immer zu
verändern, denn es gibt ein Lipoprotein, Lipase, welches aus dem Blutfett bindet und das in die Muskeln transportiert, und dieses Enzym wird deaktiviert, wenn ich eine starre und gleich anhaltende Körperhaltung habe, wenn ich zum Beispiel jetzt lange sitze, über den Tag lange verteilt, viel stehe und einfach nur eine monotone Körperhaltung habe. Also dieses Enzym wird nur bei körperlicher Aktivität aktiv, und da hat auch die Dr. Wernikos Tests mit Astronauten durchgeführt, und da hat sie festgestellt, dass durch die Schwerelosigkeit im All die Muskeln viel schneller an Masse verlieren, ebenso wie die Knochen und den Mensch. Und das hat sie auch bei Menschen festgestellt, die viel im Bett gelegen sind aufgrund von Krankheiten. Da ist es einfach wichtig, sich so zu bewegen, wie zum Beispiel es die Natur vorgesehen hat, beziehungsweise so wie es momentan die Urvölker auch tun, also einfach viel kriechen, in die Hocke gehen, rennen, springen, klettern, ab und zu mal sitzen. Und der kalten Jahreszeit nimmt dann danach noch Ingwer, Kurkuma, welches mit Pfeffer ich selbst in Kapseln verarbeitet habe, weil es dadurch das Kurkuma besser aufgenommen wird. Allerdings ist es halt wichtig, bei dem Pfeffer aufzupassen, weil das die Darmschleimhaut reizt, damit das Kurkuma bzw. das Kurkumin besser vom Körper aufgenommen wird. Darum sollte man deswegen vorsichtig sein, und zusätzlich eben noch für den Antioxidantien-Potenzial des Zeaxanthin. Und bis zur Mittagszeit mache ich dann einfach die Dinge, die mir wieder Spaß machen, wie am Morgen vor dem Aerobic Training. Im Anschluss nehme ich dann den zweiten Saft zu mir. Dieser besteht heute aus einem Feldsalat, den ich selbst im Garten angebaut habe, wieder aus einer Gurke, und für gewöhnlich kommt dann nochmal Karotten, Vogelmühle oder Grünkohl, einfach regionales Obst, nochmal mit dazu. Und nachdem ich dann wieder abgewaschen habe, folgt eine 20-minütige Mittagsmeditation. Da ist es auch wirklich wichtig, auf die Bauchatmung zu achten, weil das ist nochmal zusätzlich die Energie im Körper fördert, beziehungsweise den Energiefluss, und auch für eine super Entgiftung auch mit beiträgt. Also das heißt, dass man über den Bauch einatmet und dann die Luft über das Zwerchfell dann in die Lunge transportiert wird. Das sollte man für ein paar Sekunden anhalten und dann dann langsam ausatmen. Und das sorgt halt für mich nochmal in der Mittagszeit für Beruhigung, Klarheit und einfach eine bessere Stimmungslage. Dann ab 15 Uhr beginne ich dann meine Dehnübungen. Momentan übe ich halt für einen Spagat, weil ich da einfach Lust darauf habe, ehrlich gesagt. Aber im Hauptfokus liegt natürlich auch daran, dass ich den ganzen Körper mit dehne, um einfach für die entsprechende Beweglichkeit zu sorgen. Und dann so circa ab 16.15 Uhr nehme ich dann weitere verschiedene Ergänzungsmittel, wie zum Beispiel mein selbst hergestelltes Algenpulver aus Vitamin C, Chlorella und Spirulina, habe ich auch wieder in Kapselform reingepresst, sowie zwei Moringa-Kapseln, die hatte ich noch übrig und die wollte ich einfach nochmal testen. Genau, dann ab 16.45 beginnt dann mein anaboles Training, und zum Aufwärmen benutze ich da eine Black Roll, die das Bindegewebe bzw. das Fasziengewebe ausrollen soll. Bei den Faszien handelt es sich um Bindegewebsnetzwerk, welches viele Muskeln, Organe, Sehnen, Nerven umhüllt, und es ist einfach ein weißes Geflecht mit Collagen und Wasser zum Beispiel. Und es sorgt einfach für die Elastizität und Beweglichkeit, sorgt zusätzlich für eine bessere Körperwahrnehmung und ist auch super für die Energieübertragung an den Muskeln, sowie die Sprungkraft noch mit beeinflusst.
wird und mit der Black Roll Massage wird dann nochmal Stoffwechselprodukte aus der Lymphe abtransportiert und eine Verfilzung durch einseitige Körperhaltung kann halt passieren. Dadurch verkleben auch die Faszien und ja, dadurch können halt auch Rückenschmerzen die Folge sein, beziehungsweise auch Nerven gequetscht werden. Und zusätzlich verwende ich noch eine geriffelte Rolle, die nochmal die Durchblutung des Geweges fördert und auch die Vibration des Geweges ankurbelt. Und dann komme ich zum eigentlichen Training. Das handelt sich dabei um ein Ganzkörpertraining, um halt alle Muskelgruppen anzusprechen, um so viele Wachstumshormone wie möglich auszuschütten. Das bedeutet einfach so Grundsachen, zum Beispiel Kniebeugen, Planken, Liegestützen, Klimmzüge, Sit-Ups, Dips und so weiter. Anschluss nach dem Training meine 5-minütige Erholungsmeditation, um einfach nochmal runterzukommen, um den Parasympathikus zu aktivieren von unserem vegetativen Nervensystem, um einfach nochmal zusätzlich die Verdauung anzuregen, zur Ruhe zu kommen und mich auf die kommende Mahlzeit zu freuen. Und abschließend zum Tag tue ich. Nach dem Training nehme ich dann meine Mahlzeit zu mir. Sie besteht in der Regel aus Buchweizen gekeimten, der so circa 3 Tage alt ist. Dann manchmal Sonnenblumenkernsprossen oder Beluga-Linsen bzw. Hanfsamen, je nachdem, was ich gerade da habe. Dann ergänze ich noch die Buchweizen mit meinem Reisproteinpulver, welches Gamma-Oxidase hat. Und das fördert nochmal zusätzlich den Muskelaufbau dieser Substanz. Zusätzlich nehme ich dann noch selbst gesammelte Brennnesselsamen für den entsprechenden Eiweiß und dann nochmal weitere Pülverchen wie zum Beispiel Zimt, Nelken und die Alge Ascophyllum nodosum. Ab und zu mal sind dann auch mal zum Schluss 2 Paranüsse mit dabei. Und dann zum Abend hin entspanne ich dann nochmal, lasse den Abend ausklinken, meide in der Regel das Internet und lese zum Beispiel Bücher, meditiere nochmal, komme runter und entspanne mich. Der Grund, warum ich das Internet oder Fernseher eine Stunde vor dem Schlafengehen meide, ist, weil ich ein angehender Onironaut bin und das ein Teil meines angehenden Laufbahn als 70er Träumer sein soll. Jetzt habt ihr einen Einblick erhalten, wie so ein Tag bei mir ablaufen kann. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich das auf meinen eigenen Erfahrungswerten bzw. auf mein eigenes Empfinden beruht. Ich möchte hier niemanden vorschreiben, dass er jetzt eine Mahlzeit zu sich nehmen soll. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe auch am Anfang zu der Umstellung habe ich die ersten 3 bis 4 Tage auch sehr schlapp und schlecht gefühlt, weil sich mein Körper erstmal daran gewöhnen musste. Und wie gesagt, ich möchte einfach nur meine Erfahrungen und mein Leben zeigen. Das Format heißt ja Road to 70, My
way to a healthy life. Und es ist wirklich mein Weg, mein Leben. Und es führen einfach viele Wege nach Rom. In diesem Sinne, spasiba za prosmotrit. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin. Ciao.